Hey, was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Town of Light. So, wenn ich mich recht erinnere, müssen wir jetzt die zweite Puppe suchen. Die muss ja hier irgendwo in diesem Raum sein. Also machen wir uns auf die Suche. Euch viel Spaß weiterhin. Und wir machen weiter. Okay, die kann man alle rausziehen, die gehen aber automatisch wieder rein, weil es nicht die richtigen Spielern sind. Okay, wir suchen weiter. Wo kann das wohl sein? Gehe auch mal davon aus, dass da Namen draufstehen oder sowas. Schlüssel kann ich mir nur angucken, aber nicht nehmen. Okay. Da schaut sie hin. Okay. Jetzt können wir das Bündel aufmachen, auf dem Tisch vor dem Fenster. Tisch vor dem Fenster, da. Schuhe. Ein Bild mit der Mutter. Sie soll dich leiten auf all deinen Wegen und die Sünde von dir fernhalten. Mama. Okay, noch ein Foto. Ich glaube, es ist Jungfrau Maria oder so ähnlich. Noch ein Bild von mir. Oder was heißt von mir? Oh, ein Amulett. Zum 18. Geburtstag, das war 1935. Ne, das kann ja nicht sein. Das heißt 18 Genuario, keine Ahnung. Und das ist Siehst die du? Puppe. Mama war lieb. Ich war die Böse. Mama hat sich Sorgen um René und Charlotte gemacht. Ich habe Charlotte allein gelassen. Wir haben sie allein gelassen. Neues Kapitel 10. So. Und nun? Haben wir alles schon gesehen? Auch nirgendwo ein Hinweis. Tja, mal schauen, wie es weitergeht. Gibt keinen Hinweis. Da liegt noch ein Schlüssel. Den kann ich aber auch nicht aufheben. Ja.
Rückseite kann man auch nicht gucken. Tja, nun. Wir müssen Charlotte suchen. Wir haben sie allein gelassen. Ah, okay. Ist sie wohl noch da, wo wir sie zurückgelassen haben? In dem warmen Licht? Also Charlotte. Charlotte, so. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Ach, Charlotte ist weg. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama hört uns jetzt auf. Sie hat uns nie. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Mama lässt uns nicht allein. Charlotte, ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Sie hat uns lieb, auch wenn wir böse sind. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Echt krass, diese Erinnerungsphasen. Elektroschocktherapie? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich.
sind wir schon im Kapitel 11. Na, hier sind wir. Oh, dieser Ton. Ja, den Zettel hatten wir schon gelesen. Ja, echt heftig, was da abgegangen ist. Was hat der Arzt geschrieben, wenn er an seinem Schreibtisch saß? Das wissen wir doch. Nee, da ist ein neuer Zettel. Ah. 7. September 1938. Die Geisteskranke steigert sich auf den Anfälle, bei denen sie klagt, jammert und wütend wird. Heute Morgen hat sie die Milch weggeschüttet unter der Behauptung, es befänden sich darin Urin, Spucke und anderes Ekelhaftes. Sie hat Halluzinationen und hört Stimmen, die Befehle geben. Laut ihren Erzählungen gibt es Kinder, die sie singen hört und die in einer Schule eingesperrt sind. 20. Januar 1939. Mutistisch, benommen, vollkommen unaufmerksam. Auf Fragen und Reize reagiert sie mit Weinen und Tränen, andernfalls lacht sie. 1. Juni. Sie ist apathisch, nimmt kaum etwas zu sich. Sie weigert sich, berührt zu werden. Sie antwortet nicht. Laut Meldung der Köchinnen verbringt sie ihre Zeit draußen im Park auf einer Bank vor der Küche. 14. Oktober. Wieder impulsives Verhalten. Heute Morgen hat sie sich 2 Eier für süßen Eierschaum geben lassen. Kaum hatte sie sie in der Hand, hat sie alles weggeschleudert. Erregt, agitiert, leicht verwirrt. Sie entkleidet sich. 8. Dezember. Sie ist seit 15 Tagen am Bett festgebunden. Sie ist gut gestimmt, spottet immer mehr, benutzt vermehrt Schimpfwörter, lacht laut hinaus. Sie masturbiert. Laut Meldung der Krankenschwestern befand sie sich vor etwa 2 Wochen allein in der Dusche und wollte nicht herauskommen. Laut ihrem Bericht hat sie, als sie weggebracht wurde, laut geschimpft und dann um sich geschlagen und gebissen. 2 Krankenschwestern mussten verarztet werden. Seitdem wurde sie nicht mehr losgebunden. In die Abteilung halbruhige Geisteskranke verlegt. Bis jetzt Behandlung durch Dr. B., künftig durch Dr. C. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerung macht mir Angst. Aber sie sind ja nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder? Ja, alles nur Einbildung. Von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? Du bist deine... Was? Du bist deine Erinnerungen. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Nehmen wir mal das zweite. 15. Dezember, Dr. C. Anmerkungen zu der Patientin. Ihr abnormaler psychischer Zustand war Grund für ein nachlässig geführtes, ungeregeltes Leben, einschließlich der Neigung zu Straftaten. Sie ist launenhaft, leichtsinnig. Sie lässt in regelmäßigen Abständen ihre Hausarbeiten liegen, um als Straßenprostituierte ihre Dienste anzubieten. Prostituierte? Niemand hätte einer Irren geglaubt. Und dann noch eine Irren, die in schwerer Sünde lebt. Eine solche Person wäre doch wohl nie ein Opfer von Vergewaltigung geworden. Nein, sicher nicht. Wegen ihrer Geisteskrankheit reagiert sie nicht auf Ermahnungen seitens der Verwandten. Es gab Anzeichen für Selbstmordgedanken. Sie ist gestern in diese Abteilung gekommen. Sie war äußerst erregt, agitiert. Behandlung mit Cardiazol, 2 Spritzen pro Woche, Dauer 5 Wochen. Mit den Behandlungen versuchten sie uns zu verwirren. Mein Gott, und wie ihnen das gelang. Als ob sie dir die Geisteskrankheit einverleiben wollten. Das waren die einzigen Behandlungen, die ein Versuch wert waren. Ihr wart so viele und weil sie so wenig waren, blieb ihnen da etwas anderes übrig, als diese Hölle so in den Schach zu halten. Der Zweck heilt die Mittel, wenn es um Macht geht. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme das Erste. Es war wie eine Folter. Keiner konnte sich wehren. Niemand hat uns etwas erklärt oder versucht, uns etwas zu erklären. Wie Tiere in einer Herde.
war zu viele, da sie so wenige waren, ging es nicht anders. Für sie war es auch ein Albtraum hier drin. Sie wussten nicht, wie sie mit euch umgehen sollten. Eure Seelen waren verdammt und verflucht. Ihr wart gefährlich. Wer hätte sich sonst um euch kümmern sollen? Was? 2. Juni. 2. Lange Zeit war die Patientin ruhig, hat sich besser gefühlt. Heute ist sie sehr unruhig, erregt, wehrt sich sogar mit Gewalt gegen die frauenärztliche Untersuchung. Sie schimpft und verflucht ihre Erzeuger, schlägt sogar um sich. Laut Dr. B. wird die Patientin, die im 3. Monat eine Fehlgeburt erlitt, seit etwa 2 Jahren regelmäßig untersucht. Ihre Schwangerschaft war Folge des Geschlechtsverkehrs in einem in den Park der Anstalt eingedrungenen Fremden. Siehe auch die Krankenakte beiliegende Anzeige, die bei der Polizei in Volterra erstattet wurde. ES-Behandlung. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Es war alles gut ausgedacht. Vielleicht geht es gar nicht um René, um die René jedenfalls. Ja, alles gut ausgedacht. Die Anstalt musste sich absichern. Warum denn verheimlichen? Ich glaube nicht, dass die Angst vor dir hatten. Ihr wart allen vollkommen egal. Hm. 13. Juni. Nach Aussage der Krankenschwestern ist sie nach Erhalt des Briefes ihrer Mutter in einen Zustand der äußersten Unruhe verfallen, hat ihre Suppe auf andere Insassinnen gekippt, weil es ihr nervlich nicht gut ging, und hat einer Krankenschwester einen Faustschlag versetzt. Impulsiv zerreißt ihre Kleidung. Bei der Untersuchung benutzt sie grobe Schimpfwörter, sie schlägt und spuckt. Briefwechsel unterbinden, um bei der Patientin keine weiteren Unruhezustände auszulösen. 20. August. Am Bett festgebunden. Laut Bericht der Krankenschwestern ist die Patientin nach einem Besuch von Verwandten oder Bekannten äußerst unruhig. Seit 2 Tagen schreit sie immer nur noch ununterbrochen, sagt, dass sie ihr Befehle gibt, dass sie gehorchen muss, sich selbst wehtun soll und auch, nein, das ist nicht Charlotte. Besuchsverbot, am Bett fesseln, vermehrte ES-Behandlungen, bis sich Besserung einstellt. Kein Kontakt mit der Außenwelt, so wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. So, die Elende dieser Welt wurden heimgekehrt. Der Rest der Welt brauchte keinen Gedanken mehr, an sie zu verschwenden. Das Zweite, wer hier Insasse war, der war für die Gesellschaft kein menschliches Wesen mehr. Das Einzige, was zählte, war euch ruhig zu stellen. Und das Dritte, weißt du nicht mehr, was passiert ist, wenn ein Brief ankam? Wie sagtest du es, zu urteilen? Wer weiß, welche Qualen dir sonst erspart geblieben sind. Nehmen wir das Letzte. 1. März. Bewusstseinsklar, Orientierung in Ordnung. Auf Fragen antwortet sie. Laut Berichten der Krankenschwestern ist die Patientin ruhig. Sie wäscht und pflegt sich. Ihren Behauptungen nach soll es eine Patientin namens Amara geben, die ihr zufolge verschwunden ist, seitdem sie in dieser Abteilung ist. Entspricht nicht der Wahrheit. Mit Wahrscheinlichkeit Regression der Halluzination. Verlegung in Erwägung ziehen. Ich soll Amara erfunden haben? Das ist unmöglich. Es gab sie wirklich, das weiß ich ganz sicher. Ich fühle es. Irgendwo müssen sich Spuren finden lassen. Oder wären wir beim nächsten Rätsel? Gewächshaus. Schauen wir mal. Wir können im ersten Stock zwischen den Bündeln mit der persönlichen Habe der Insassen nach ihren Sachen suchen. Oder natürlich nach den Sachen. Der Ton ist heftig. Ganz da hinten war das, ne?
Der Ton ist so heftig. Wäre fast zu einfach. Das sind Amaras Sachen. Da bin ich sicher. Hier sind wir zusammen. Wie ist es möglich, dass ich auch nur einen Augenblick lang geglaubt habe, dass sie nie existiert hat? Amara, da ist sie. Sie existierte eben doch. Da ist sie, meine Freundin. March 1938. Heute ist ein Mädchen angekommen, René. Sie ist verstört vor Angst, die Arme. Hast du gesehen? Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich habe ihre Mutter gesehen. Die arme Frau. Sie hat sie mir anvertraut. Hab ihr versprochen, auf ihre Tochter gut aufzupassen. Sie ist sehr besorgt und hat gesagt, dass sie René, ihre Tochter, die Puppe weggenommen haben. Und ohne ihre Puppe kann sie sich nicht verständigen. Wenn sie so bedrückt wie jetzt und so verschlossen ist, dann ist die Puppe für sie Stimme, Augenlicht und Gehör. Dr. B. hat gemeint, ich werde bald weggehen. Es tut mir leid, René hier lassen zu müssen, sie nicht mehr beschützen zu können. Arme Freundin, sie hat gehofft, von hier weg zu können. Aber von hier kommt niemand weg. Diesem Mädchen geht es wirklich sehr schlecht. Sie hat nur mit mir gesprochen. Ich habe ihr von meinem Weggehen erzählt. Sie hat mich angestarrt und versichert, dass ich niemals weggehen werde. Sie hat mir fast Angst gemacht. Dann kamen ihr die Tränen. Mir auch. Sie hat fast nichts gesagt. Ich mache mir Sorgen. Dieser widerwärtige Mann hat sie sich schon wieder ausgeguckt. Da bin ich mir sicher. Er hat sie hereingeholt. Es gibt so viele ordentliche Leute hier. Ausgerechnet er. Sie wusste es. Ich habe ihr alles erzählt. Sie wusste von dem Mann. Darum wollten sie auch, dass sie aus meinem Leben verschwand. Aber ich habe sie einer befreundeten Krankenschwester, einer gutmütigen Frau, ans Herz gelegt. Sie wird sicher auf sie aufpassen. Ihre Freundin, die Krankenschwester. Ich erinnere mich irgendwie. Sie hat in dieser Abteilung gearbeitet. Ja, und da wären wir schon beim nächsten kleinen Rätsel, die Krankenschwester finden.
Das, liebe Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Das war jetzt die Folge 5 und wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet, wie ihr das kleine Spiel findet und wie ihr vor allem die Story findet. Ich finde es hammergeil erzählt, auch wenn der Ton ab und zu ganz schön nervt. Also an dieser Stelle verabschiede ich mich. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.